Transferhammer in der Bundesliga. José Lu wechselt von der TSG Hoffenheim zu Hannover 96. In der abgelaufenen Saison war der Stürmer an Eintracht Frankfurt ausgeliehen und einer der Garanten für den Klassenerhalt. In 24 Spielen erzielte er 9 Tore. Jetzt also der Wechsel nach Hannover. 96-Cheftrainer Taifun Korkut ist hochzufrieden mit der Verpflichtung. Wir bekommen einen Stürmer, der über vielfältige Qualitäten verfügt und diese in der Bundesliga schon unter Beweis gestellt hat. Ich habe José Lu in unseren Gesprächen als außerordentlich positiven Typen kennengelernt, der ehrgeizig ist und gemeinsam mit uns viel vorhat. Nach Informationen des Kicker kostet José Lu 5 Millionen Euro Ablöse. Neben Hannover waren unter anderem auch noch Stuttgart, Wolfsburg, Werder Bremen und der SSC Neapel interessiert. Auch Real Madrid soll über eine Rückkehr des Spaniers nachgedacht haben. Die bessere Perspektive sieht der 24-Jährige aber in Hannover. Ich werde Teil einer Mannschaft sein, die einen attraktiven Fußball spielen möchte und hungrig nach Erfolg ist. Ich will meine Freude mit Toren zurückzahlen und freue mich jetzt schon auf die Vorbereitung und den ersten Spieltag im Trikot von Hannover 96. Die Niedersachsen möchten in der kommenden Saison wieder um die Europacup-Plätze spielen. José Lu soll mit seinen Toren den entscheidenden Beitrag dazu leisten.